Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich seid alle gut drauf und hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind zurück nach Hause. Ich bin jetzt hier nur beim Sägewerk, beim Unternehmer Stäblim. Der liebt die Sachen aus der Alpenregion. Deswegen habe ich einmal einen Geschenkskorb mitgenommen von der Elms, von der Erlangen. Man weiß ja, gell? Eine Hand wäscht die andere. Ellergrad. Eller, nicht Erlangen. Ellergrad. Man weiß ja, die eine Hand wäscht die andere. Dann haben wir da, hab ich gerade da rum schnell einen Stopp gemacht oder ob wir ihm das Zeug geben. Das ist ja so ein bisschen. Ein Käse aus der Region und ein Speck. Ein Brot. Wurst, Schinken, was man jetzt so, was man sich halt so als Tourist eigentlich kauft, gell. Ja, und bei den Holzunternehmen habe ich dann nur einen Hof gleich übernachtet und bin dann gleich lostigert in der Früh. In der Früh, es war gegen Mitternacht. Jetzt sind wir da am Ende vom April, also am 2. April sind wir da, aber es wisst ihr, wir spielen ja mit 2-Tages-Rhythmus. Da haben wir eh nicht so viel zum Tag momentan auf dem Hof. Ja, Alter, Alter! Die Hauptstraße abbiegen. Hätte schon ich die Vorteil gehabt, gell? Und Vorrang geben hätte auch noch gehabt, der Hund. Diana. Und dann macht er noch Fahrerflucht. Und dann macht er sogar noch Fahrerflucht. Der Teufel. So. Abladen braucht man nicht. Diesen. Wenn ich zurück über die Grenze nach Hause gekommen bin, habe ich schon gehabt. Plus das, das was wir nur, das was wir nur gehabt haben. Wir stehen ja jetzt da hinten. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. So. Ah, Schlüssel müssen wir noch. So, Schlüssel müssen wir noch hinten reinlegen. 8 Uhr. 26, er wird noch nicht da sein, er wird noch beim Frühstück rum sein, schätze ich mal. Dann laufen wir mal zurück zum Hof, schauen wir mal, wie es bei uns ausschaut. Warte mal. Er hat ja einen Online-Shop, gell? Was haben wir denn da drinnen? For Sale. Ein Traktor aus meiner Heimat. Können wir da was aufnehmen? 51.000. 30.000 zurückgezahlt oder aufnehmen? Geh scheiß der Hund drauf. Dann stellen wir den oben hier. Nein, ich zahle jetzt momentan den Kredit zurück. So 5.000 lasse ich mir hin.
Er war cool, der alte Steirer. Er war schon cool. Aber muss ich mir jetzt überlegen. Seit dass wir ihm weggefahren sind, bin ich nicht mehr auf der Karte gewesen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß gerade, dass wir ein Paletten Honig weggezogen haben. Eier sind da. Können wir da noch was machen? Silage ist zu 100% fertig. Hm. Sind im Wachstum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist fast voll. 13.000 Liter. Der ist auch da. Groß ist. Das ist aber kein Großbullen. Jetzt weiß ich, was die Meldung damit zu tun hat. Ich nehme aber um 5 in der Früh auf. Und heute, ich habe einer gestern verzählt, dass ich heute wieder LS aufnehme. Na, ist gerade gekommen, es sollte nicht dein Schaden sein. Ja, Sie wissen, ich mag die alten Sachen. Okay, jetzt weiß ich auch, warum dass ich mir die Mod downloaden habe müssen. So. Die Eierpalette ist nicht voll. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade dir. Jetzt kommt man überlegen, was das war für kostet, glaube ich, 80.000. Da werden wir an Kredit nicht zusammenbringen. Weil dann kann man ja nur weitere Sachen ausbringen. Jetzt passen wir mal ab. Jetzt haben wir mal die Eierpaletten hier verloren. Hier nur, dass man die Paletten selber erwischen. So, muss jetzt so passen. So, was kriegt man die momentan für die Eier? Für die Eier kriegt man 1600 Euro bei der Bäckerei. Okay. Das heißt, wenn er 80.000 kostet, das fehlt 40. Dann könnte man uns da erweitern und unseren Ertrag steigern. Ich glaube, dass das nämlich besser ist, als wir einen Traktor kaufen. Jetzt schauen wir mal, was wenn ich jetzt da wieder volle aufnehme, kriege ich die 60.000, also 20.000 Gang hat man noch.
Okay, dann zahlen wir dies einmal zurück. Viertausend Liter für die Stoffproduktion um. Wie schaut es nämlich mit dem Raps aus? Er ist im Wachstum. Bonusernte. Was sind bei Sale? 22.000 für Düngespritzen. Braucht wie viel PS? 38 Monate alt. 38 Monate alt. Könnte man einen Ertrag steigern. Aber man kann dann auch einen Ertrag steigern, wenn man unser Bienenheißen dahin stört. Gell? Weil dann darf man nämlich einen Teil, die 20.000, was man vom Händler gekriegt haben, echt wieder von der Bank holen. Kauft unser Gräs aus Bienenheim. Also das bringt man in dem Sinn da oben auch nichts, weil ich ja da oben das Weinfeld draus mache. Wir müssen etwas finden, dass wir im Schnöd zu Geld kommen. Ich verstehe es nicht. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, warum. Dass die Eier nicht nimmt. Da wahrscheinlich irgendein Motor, der wo es zu bergig ist, aber der wo es mit Deutsch spart. Jetzt müssen wir mal schauen, warte mal, Mutz. Irgendeiner von deiner Mutz, der spart mich. Aber welcher noch? Das ist jetzt die Frage.
Linie Trigger verlorst und Zakamu das nämlich zum Verkaufen würde gehen. Ja, der von überall schon ein oder zwei Ladungen weggenommen. Aber ich brauche das Geld. Was kriege ich denn oben am anderen Markt? Gerade die 1500. Jetzt fahren wir mal da rauf. Verstehe nicht, wo ist da die Bäckerei? Welchen. Ding schmeißt. Jetzt werdet ihr sehen, das ist das Problem, was wir genau das letzte Mal auch gehabt haben. Jetzt fahre ich nämlich rauf und oben haben wir nämlich das Problem nicht. Aber ich kriege 60.000 Euro, jetzt passen wir auf. Wenn ich 60.000 Euro aufnehmen kann, dann kann der dir die Weintraubenfabrik kaufen. Ich habe Weintrauben. Aber ich habe kein Mehl. Aber dafür kriege ich die Rosinen oben außer. Dann hätten wir da schon wieder Endprodukt mehr. Also wenn wir jetzt die Mühe mehr machen müssen, jeden einzelnen Mod ausschalten, einsteigen. Ich glaube, dass die Füllpaletten sind, aber glaube ich nicht. Ja, die Füllpaletten habe ich schon länger auf dem Server. Da rattern sie gerade auch hin. Entweder nimmt die Bäckerei gerade eine gewisse Menge. Wenn es einer von euch weiß, dann soll das mal in die Kommentare reinschreiben. Ob die Bäckerei gerade eine gewisse Menge nimmt und dann einen Stopp reinhaut. Ich vermute mal. Wenn, dann haben sie es cool gelöst, also. Wenn jetzt die Bäckerei nämlich wartet, dass man nämlich Mehl liefern, dann muss es aber selber hoffentlich das System dazu kaufen. Für Weintrauben hätte ich denn überhaupt? Zahlt sich das überhaupt aus, die Manufaktur zu kaufen? Was kann man denn für den Honig, wenn wir schon da sind? 1800 Euro, jetzt passen wir auf. Weintrauben habe ich 2000 Liter, das bringt man nur. Ehrlich gesagt wenig. Also müssen wir die Weintrauben ein bisschen verschieben. Dann müssen wir jetzt die Weintrauben verschieben. Die Wolle verschieben wir auch noch hinten. Jetzt hätten wir nämlich 68.000.
Laudenkrobkalender, was kann man denn nur aussagen? Laudenkrobkalender, an Hofer kannte man nur aussagen. An Hofer kannte man nur aussagen. Da will man jetzt noch den Krieg, jetzt verlor die gleich nur den Honig. Dann fahren wir nur mehr auf wie zum Markt. Selbst wenn wir gerade 3000 Euro dafür gekriegt, gell? Dann kann man zumindest das finden für die nächste Folge. Dann bleiben wir für den 2. April hin, durch die Steine sammeln. Oder mir kauft es für, ich mache das zwischen die Folgen hin. Steine sammeln und Hofer sehen, das kennen wir ja. Weil dann gehen wir nämlich auf Hofer, weil dann kriegen wir nämlich das Stroh raus. Müssen wir gerade schauen, dass wir auf das Geld zusammenbringen wenn ich jetzt aber eine Mission mache, wo ich gerade 3000 kriege. Dann würde ja das auch hier haben. Jetzt passen wir auf. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn da? Bäumpressen 5 für 17. Grubern. Fett 31, 44. Was haben wir denn da bei mir in der Nachhand? 40, 41, 42 oder die 39. Das ist 10, 48, 44, 43. Wie groß ist denn die 43? 43 ist da oben, 44 ist da, 37. Haben wir auch nichts, gell? Die 31, wo ist denn die 31er? 32, 34 ist da unten 31. Haben wir was mit der 34? Das war Knausfeld. 48, 47, 44. 28. Brauche ich was bei mir in der Nahrung? Nicht einmal eine Erntemission ist dabei. Also weil die Zeit nicht dabei ist. Düngen wird 28. Ist da drüben, das ist groß. 37, 43, 48, 47, 46. Die sind da unten. Machen wir Gerät ausleihen. Dann machen wir die Mission noch gleich. Ja, Moment, haben wir den Ding gemessen, den Lohnstatus. Man hat mir den Lohnstatus gemessen.
Gleich machen wir das so. Da kriegen wir dann die knappe, dann kriegen wir da 4000 Euro. Das machen wir jetzt noch gleich miteinander fertig. Normalerweise müsste das für 46 gleich einmal erledigt sein. Dann können wir nämlich das Feld 40 kaufen, dann haben wir da mal einen erweiterten Status. Nutzt uns alles nichts, wenn wir Geld wollen. Wir müssen für andere Leute momentan arbeiten. Weil es einfach in dem Spiel schlecht ist, Geld zu verdienen. Muss ich denn überhaupt hier jetzt ganz ruhig bleiben, jetzt Spiel, ganz ruhig bleiben. 46 ist da drüben, du bist noch richtig true. Du bist noch richtig true. Also sage ich, ganz ruhig bleiben, gell? Und dabei machen wir dann selber den größten Stress. Wenn einfach da oben rumbiegen sind, dann wäre es auch gegangen. Weintraubenfliege müssen wir machen, seht ihr es? Mal schauen, dass wir ein paar Erntemissionen machen, damit dass wir eben zum Material kommen. Allein schon mit dem Geld könnte die wieder eine Reihe Weintrauben wieder setzen können. Aber dadurch, dass wir dass die Zeit schon wieder vorbei ist zum Weintrauben setzen, also müsste es sein. Nein, kann er sogar noch. Nehmen wir mal schlank die Geräte aus, als wir wirklich, gell? So, dann klappt man das einmal aus. Das Gerät. Dann würde ich mal sagen, meine lieben Sportsfreunde, ich mache jetzt das fertig. Kauf dann oben das Feld. Kauf dann oben das Feld. Damit, dass man nachher in der nächsten Folge, wir bleiben im April, dass man dann in der nächsten Folge eben Hafer aussehen können. Vielleicht holen wir uns sogar Risser, ich weiß gar nicht. Vor so Missionen hier erledigen kann, dass wir ein bisschen an Geld kommen, dass wir in der nächsten Zeit ein bisschen arbeiten können. Ja, ich brauche nicht in einem Bild bleiben. Ich sehe einfach einen Hofer von allein aus und dann schauen wir, was wir in der nächsten Folge machen. So werden wir es machen. Ich werde jetzt noch das Feld fertig machen. Dann braucht es diesmal da nicht zuschauen, wäre ich da ständig auf und ab gerubert. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen.
freuen. Wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergisst mal meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.